Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für OSIMTG. Nachdem man dann die Kehre für Drohnen als den PGCD an der PPCM-Algorithmus bekommen hat, und zwar eben die primitive Art und Weise für das zu programmieren, die man die kann selber finden, gibt man dann halt den PGCD-Algorithmus gesehen, nur der Euclid-Methode, und zwar so wie es mathematisch korrekt auch schnell gerechnet kann gehen. Wir müssen schon ein bisschen heilen am Wikipedia ein bisschen nur geguckt. Ja. Auf den deutschen Seiten, du hast ihn ganz besser, ganz schön erklärt. Französisch und Englisch, also sind das nicht zu gebrauchen. Nee. Ne? Ja. Also die riesen Vierteil mit Pseudocode. Ja. Ob Deutsch, mir das egal. Ob Deutsch. Das ist selber. Jeder Student muss an der Programmation können, den Pseudocode lesen und dann umsetzen an die entsprechenden Quellcode. Hier ist nicht ein Basis-Algorithmus, das den, der von Euclid selber war, mit einer Rekursiven, die los mal weg, weil das ganz, ganz kompliziert programmiert. Aber mit einem modernen euklidischen Algorithmus, das ist sogenannte optimisiert, wie du auch merkst, ist noch viel mehr klein. Hier ist dann ein paar zum Asian, das ist viel mehr klein. Okay. Und die zwei muss man dann halt programmieren. Ja. Wir sollen sehr gut, solange ein Pseudocode für den Kopf. Ja, wir verlangen noch von keinem, dass er versteht, wie das dazu kommen ist. Ne? Das ist nicht der Bild von dieser Lektion. Der Bild ist eben, die dort den Algorithmus umzusetzen. Genau, wir versuchen das dann einfach so zu programmieren, wie es da steht. Ist das also zwei Parameter, und wir nennen den doch dementsprechend. Ja, weil jetzt wollen wir Methoden. Das ist public int compute. Das ist auch immer GCD, aber das kennen wir der Methode Euclid, auf Englisch geht es nicht mehr in C. Das ist das Prinzip, Parameter A. Ich nenne den auch immer P an A, auch wenn dann ein Pseudo-Algorithmus aus einem A, A, B aus. Okay. Das ist für kohärent zu beiden. Mit dem Rastumkur, ja. Mit dem Rastumkur, ganz genau. Voilà, und da fängt man an. Hier ist Basis. Wir schon noch einen Int, was wir dem sehen, gucken wir den Algorithmus. Gucken wir einfach, was da steht. Was da steht, voilà. Fangen wir mit einem wenn, a ist gleich 0, das muss man dann return b. Das ist dann eine ganz banale if-Struktur von dann sonst. Ja, einfach. Also einfach. Das ist also irgendwie ein if, a gleich 0, oppassen, Pseudocode ist nicht dasselbe wie Java. Ja. Wir sind auf Zusagen oppassen. Und was auch sonst, dann wenn man dasselbe wie sie es behandelt, voilà. Und das steht da, dann return B. Ja. Das ist, wenn man merken, verschaffen sie direkt den Fall von 0 direkt mal dran. Das ist return BB. B. Das ist PB. Ja, erster Fall war schon da. Okay, das war schon. Sonst. Sonst steht dann da, solange B verschieden von 0. Okay, dann haben wir solange, also while, gell? Also while. Das ist, dann schreiben wir das. Das ist, solange B verschieden von 0. Okay, und dann der Block. Und dann der Block. Das selbe. Das ist so lange a while. Ich meine, meine Struktur wie immer. Und da steht da dran, eine besondere Kondition. So lange b verschieden von 0. B verschieden von 0. Das schreiben wir auch das selbe. PB verschieden von 0. Das ist nicht für sich ein Zerlo zu verstehen und zu interpretieren. Nein, nein, einfach so teilen. Ganz genau. Einfach das, was da steht. Und da steht da return PA. Das ist der Umschluss. Von den ganzen Dingen stung real. Die meine ich dann direkt am Schluss. Voilà. Da kann ich noch ein bisschen im Zentrum konzentrieren. So da steht da, wenn A, dann sonst. Das ist immer ein if-else. Ich gucke noch nicht, was dran ist. If. An else. Ich meine, wenn du ein bisschen mehr klingen, weil ich nicht unbedingt mit Akkuladen schaffen. Wenn A strictement superior a B. PA strictement supérieur à PB. Da steht da, dann A kriegt der Wert A minus B. Das muss man auch programmieren. Ja. A minus B. A, das ist in dem Fall aufpassen. PA ist gleich. PA minus PB. Okay. Ups. Falscher Fehler. Voilà. Tab. Sonst b aus gleich b minus a. pb aus gleich pb minus pa. Nicht versichern zu verstehen. Ehrlich gesagt, ich verstehe die nicht. Mathematisch nie. Ja.
versicht. Gut, man hat noch nicht Euklid. Man hat noch nicht Euklid, definitiv. Das ist einer von den besten Mathematikern, den schon beginnen ja. muss. Mhm. Voilà, das ist ein Algorithmus, den man einfach aufgeschrieben hat, ohne zu verstehen. Das ist auch der Twist bei so sagen, es muss nicht verstehen. Ich muss nicht mehr. Ja, eine Taste muss nicht. Ne? Ja. Ich muss gucken, ob kein Fehler drin sind. Ja. Du hast schon viel drüber gesehen, kleine Schritte, Techno. Okay, ja. Ich meine, noch ein Objekt. Ich probiere dann den Euklid-Methode mit den Werten, die wir schon viel drin hatten. Die kennen wir ja nach 10 auf 15. Muss von 11 gehen. Probieren wir noch einen anderen. Der 15 an der 7 muss 1 gehen. Okay. Und noch einen mit der 0. Die sind ja verschafft. Das geht. 3. Von 2 Nullen hin, da muss 0. Hast du 10 an der Nacht hast du schon, ne? Nee, das wird ein LCM. 10 an der Nacht. Ah, ja, war schon, ja, okay. Können wir probieren. 10 an der Nacht, ja, okay. Das wird. 10 an der Nacht. Rot, das ist ein kleines Rotspiel. Wenn ihr das richtig findet. Ja, 2. Wie groß wird 2, ne? Und dann die letzten, will ich auch probieren mit 0 an 0. Hm. Geht auch 0. Voilà. Okay. Das ist ein Algorithmus, was da. So etwas kann ich nicht selber erfahren. Ja, gut. Voilà, da probieren wir den zweiten. Haha, das ist ein Optimizer, der ist schon also optimisiert. Wir werden heute einen Algorithmus sowieso besser sind, wie den, die wir gemacht haben am Search. Die sind einfach schnell. Schritt, ja. Ja. Das geht durch die ganz, ganz, ganz groß Zwillen, damit das zu verschaffen. Mhm. Dann holen wir das selbe Prinzip, int pa, int pb. Und dann gehen wir gucken, wie den ausgesagt. Weil den ist dann mit kurz und noch mal verständlich. Da haben wir so lange, das muss schon hier while, und return a Umschluss. Dann machen wir das auch genau das selbe. While, Klammer hopp, Klammer zu, der Block, und Umschluss return pa. Brauchen wir just diesen Teil heute machen. Solange b verschieden von 0 aus. Solange p. Das ist Monkey-Methode, ja. Das wirklich einfach aufschreiben, wirklich nicht überlegen, weil das möchte ich fehlen. Wir brauchen hier eine temporäre Variable, hash. Okay. Nennen den auch hash, nicht lange überlegen. Okay, ich meine den außerhalb vom Block, weil dann einfach nicht proper ist, von der Java-Programmation und so weiter. Hash. Können Sie auch an der Wall dran? Können Sie auch an der Wall dran machen? Ich sprach ja noch nicht mehr, ne? Nee. Nee. Mehr von der Programmation müssen okay. außerhalb von der Schleife. A mod B. P A, P B. Was ist das der Mod? Ja, das muss ich wissen. Das muss ich dann wissen. Okay, so los, hören wir ja schon mehr wie im. Hören wir schon auf das Division. Ja, ja der Rest ist extrem wichtig. Ne? Ja, der Rest von der Division ist eigentlich von den wichtigsten Mathematik. A könnt, geht dann der Wert von B. Geht dann der Wert von B. Ups, kleine durch die großen. Ansetzen, voilà. Und der B geht an den Hash. Voilà. Voilà. Ein paar Worte zu dem, was wir hier tun, hatten wir es noch, aber ziemlich kurz. Ja, ich werde mich kurz gerade noch machen. Ja, richtig. Ups. Ein neues Objekt. Ja, wo testen wir die ganz schnell? Da wissen wir, wie das wir nicht davon tun. Wir sind doch, wenn wir erst falsch programmiert haben, 5. Ja, funktioniert. Muss ich nur mal testen. Auf. Wir sind nie. 15 mal 7, auch richtig. Und dann die zwei Werte mit 0. 0 an 3, 3. Und 0 an 0 muss 0 gehen. Optimized Euclid. 0 an 0 geht auch 0. Voilà. Ja, High-Fiery Version ist ein schönes Beispiel, wo so ein Tableau ganz, ganz interessant sein kann. Ja. Geht, dass ihr nicht versteht, was ihr möchtet. Mehr, das muss ich auch nicht. Ja. Wir sonst muss ich können, auch um Tableau können rausfahren, um Blatt Papier ja ohne den Computer, ob der Algorithmus funktioniert oder nicht. Ja, ja. Das ist auch von den Heidern, die irgendwer es nicht richtig funktioniert, kann man den Tableau notchecken, ja. Okay. Aber wenn der Fehler gemacht wird. Ja, das ist gut. Aber ja, das gibt dann als Lektion hat kulturieren, ich werde den PGCD fahren mit Euclid.